Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 18. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Kabbala ordnet die Engel, das ist ein System, ordnet nach Namen, auch nach Zahlen. Und Kabbala beschreibt, dass jeden Tag ein Engel haben, der über den Tag herrscht. Die heutige Engel ist Engel Daniel und hat die Zahl 50. Engel Daniel ist Wort Gottes. Engel, die Barmherzigkeit und Liebe. Engel Daniel hilft uns, in eine kritische Notlage einen Ausweg zu finden, stärkt unsere Redegewandtheit, gibt Trost, Hilfe, eine ausweglose Situation. Engel Daniel übermittelt Harmonie und Gerechtigkeit, ist auch ein Heilengel, vermittelt Schönheit, Harmonie und Gleichgewicht. Und jetzt zum Astrologie. Es sind die 12 Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich zeigt unsere Persönlichkeit, unserem Aussehen, wirkt auch unserem Auftreten und wie wir wahrgenommen werden, auch die Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Dieses Tor zu diesem Bereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Das ist die Tagesenergie. Mit dieser Energie starten wir. Naturgemäß beginnt den Tag bei Sonnenaufgang. Und die Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze, öffnet sich diesem Bereich natürlich und hier öffnet sich mit Schütze. Immer noch im persönlichen Bereich. Die Tierkreiszeichen Steinbock ist hier eingeschlossen. Es ist schwierig, jetzt für die Steinbockgeborenen die Wahrheit zu finden oder sich zu behaupten. Es fehlt diese Wahrnehmung und sie fühlen sich gerade in die Enge. Der zweite Lebensbereich beschreibt die Werte, die Wertschätzung, die Besitz, auch die Finanzen. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann. Der dritte Lebensbereich ist Medien, Kommunikation, Internet, Schulungen, kleinere Veränderungen, eine kleine Reise, Verbindungen zum Nachbar, Bekannten, auch für Verbindung zum Verwandten. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang und hier ist die Wurzel des Baumes. Hier ist die Basis, die Fundament und symbolisiert unsere Wohnsituation, öffnet sich dieser Tor mit Tierkreiszeichen Widder. Dann kommt der Lebensbereich Kinder, unseren Kinder oder Enkelkinder, aber auch die Erinnerungen an unsere Kindheit oder das innere Kind. Aber hier ist die Lebensfreude, die schöpferische Kraft, etwas gestalten in unserem Leben. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Dann sind wir im Lebensbereich Arbeit, Pflichten, Gesundheit. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Zwillinge. Der nächste Lebensbereich ist Partnerschaft, das kann auch geschäftliche Partnerschaft bedeuten, öffnet sich auch mit Zwillinge. Beide Lebensbereich ist die Zwillingsenergie. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen befindet sich in Wandlung, aber sie fühlen sich eingeschlossen, wie eingesperrt zu sein. Es handelt sich hier auch um erbschaftliche Themen oder ämtliche Situationen und die Krebsgeborenen haben das Gefühl, es geht nichts voran. Und dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Löwe.
Der nächste Lebensbereich sind die Reisen, auch Auslandkontakte, aber bedeutet auch hohes Studium, Prüfungen und auch eine innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Und diese Reise befinden sich gerade die Jungfrau Geborenen. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Bei Sonnenaufgang befindet sich hier die Tierkreiszeichen Waage und dieser Platz beschreibt auch die Berufung. Dann sind wir bei den Hoffnungen und Wünschen und bei Freundschaften und sozialen Kontakten. Hier befindet sich Tierkreiszeichen Skorpion und der Bereich Geheimnisse steht hier im Verbindung mit Tierkreiszeichen Schütze. Sie wirken in beiden Lebensbereichen. Und jetzt Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich bei Sonnenaufgang hier im ersten Lebensbereich in Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich für die Schützengeborenen ist es gerade wichtig, die Selbstdarstellung, die Wahrheitssuche, etwas ins Licht zu bringen, wahrgenommen zu werden. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen wieder noch bei Sonnenaufgang, aber übergeht dann im laufenden Tag in Tierkreiszeichen Stier. Mond befindet sich im Grenzbereich. Aber ich setze mal hier vielleicht genauso im Grenzbereich. Mond steht in Verbindung zum Uranus. Und Uranus ist astromedizinisch zu unserem Nervensystem zugeordnet. Mond aktiviert hier die Nervensystem. Also es ist wichtig, gerade hier im tiefsten Punkt des Horoskopes ein gewisser Rückzug oder Ausruhen zu Hause, daran liegt auch die Kraft. Und so stärken wir gerade unserem Nervensystem und bleiben wir in inneren Ruhe und inneren Gleichgewicht. Und dabei hilft auch Engel Daniel. Sonne und Mond steht in Harmonie. Merkur befindet sich auch in Tierkreiszeichen Schütze. Klärende Gespräche sind möglich oder Gespräche im Ausland oder über eine Reise kann auch Auto und Sport auch bedeuten. Schütze steht für die Bewegung. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion im Bereich die Freundschaften und soziale Kontakte. Das kann auch die Internet sein und hier ist möglich die Liebe zu finden. Also wichtig ist hier in diesem Bereich, wie eine Gruppe mit gleichgesinnten Menschen ist auch damit gemeint. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Also hier die männliche Energie, wieder Kontakte im Internet. Und da sind viele Männer gerade unterwegs. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Bringt Glück für die Schützengeborenen, zeigt auch ihren inneren Größe und das natürlich hier im ersten Lebensbereich im Ausdruck zu bringen. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Lernaufgabe ist für die Steinbockgeborenen zu ihrer Persönlichkeit zu stehen. Außerdem haben die Steinbockgeborenen und Krebsgeborenen karmischen Themen, die beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten und die aufsteigende Mondknoten befinden sich hier, die absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, ist im Steinbock bis Ende März 2019. Und die aufsteigende Mondknoten, die Suche nach Platz des Lebens oder Suche nach Aufgabe, die Schicksalsweg zu bestimmen, diese Wandlung, befinden sich gerade die Krebsgeborenen, auch wenn sie momentan sich eingeschränkt fühlen oder haben Angst, etwas zu verändern im Leben. Die Krebsgeborenen haben auch karmische Themen bis Ende März 2019. Uranus ist rückläufig. Und
befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Uranus bringt Veränderungen und Umbrüche hier im Wohnsituation. Natürlich heißt das Umzug. Bei vielen Wiedergeborenen oder ändert sich etwas in Wohnsituation. Diese Rückläufigkeit kann das momentan noch bremsen, aber ab Januar 2019 dreht sich dann in andere Richtung. Also kommt alles in Bewegung. Neptun befindet sich hier in Tierkreiszeichen Fische. Neptun fühlt sich auch hier sehr wohl. Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fische. Das sind die Träume, die Visionen, auch die Kreativität, die Intuition, Inspiration und das fühlen gerade die männlichen Personen. Natürlich, Neptun kann ein bisschen benebelt sein, dass etwas unklar, undeutlich ist bei den Kontakten von Verwandten oder bei Nachbarschaft oder im Internet, dass alles momentan so undurchschaubar erscheint. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und heißt im Inneren Kraft zu bleiben. Sonne, Mond steht in Harmonie, Mars und Pluto steht auch in Harmonie. Das ist schon männliche Energie und die Männer spüren auch diese Macht in sich. Also die sind von sich selbst sehr überzeugt. Venus steht in Verbindung zum Saturn. Venus und Saturn, auch eine schöne Verbindung. Und das bedeutet, besonders bei weiblichen Personen, die Liebe auch mal ernst zu nehmen oder etwas Kreatives tun, hier bei sozialen Kontakten oder das mal wahrzunehmen, gerade über Internet oder in einer Gruppe, ist möglich, gerade sich zu verlieben, eine Partnerschaft einzugehen. Und wie ich schon sagte, Mond und Uranus wirken gemeinsam und natürlich hier kommen Umbrüche, Veränderungen. Bei rückläufiger Uranus ist möglich karmischen Themen oder dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.